Wer kennt es nicht? Im Häusli selber kommen gerne mal Spinnen vorbei und anderes Getier, was, glaube ich, nicht nach drinnen sollte aus unserer menschlichen Sicht her. Und deshalb gibt es ein cooles Rezept, und zwar Sprühflasche und einfaches Spüli. Dazu könnt ihr ganz normales Spülmittel benutzen und dieses Spülmittel mit einer Flasche dann mixen und dieses dann an die Ecken sprühen, wo dieses Viehzeug wie die Spinnen nicht rüber sollen. Weil in dem Spülmittel sind Stoffe drin, die ja das Wasser abstoßen und Fett ansaugen, beziehungsweise an beides ist dort gelöst drin. Das heißt, das macht dann, dass die Spinnen da nicht gerne drüber latschen. Das hat sich schon oft bewährt und es ist günstig und es ist auch relativ umweltfreundlich, weil ihr müsst keine bösen Pestizide mehr versprayen, sondern es reicht wirklich eine normale Sprayflasche. Es muss gar nicht so eine sein. Es kann auch eine sein, die zum Beispiel vom Frostentlöser, Frostschutz oder so war. Die spült ihr dann um und macht dann da einfach ein bisschen Spüli rein. Ich mache es aber jetzt hiermit, weil ich einfach das in meinem Bestand hier zu Hause habe und das vernebelt das schön. Also auf geht's, erstmal mixen. Gemixt ist nun, es ist hier drinnen, wir haben Druck aufgebaut. Wenn ihr eine haben solltet mit Druckaufbauung, dann müsst ihr ein bisschen pumpen. Wenn nicht, dann habt ihr ja eine, die man so drücken kann und dadurch durch den Hub selber. So, jetzt machen wir erstmal einen Spraypole. Ja, das kommt schön da im Nebel raus. Und jetzt gehen wir hin. Also, hier ist der Einfall. Hier kommen die immer rein. Das heißt, wir werden erstmal eine erste Bastion machen. Das heißt, hier im äußeren Bereich eine Runde sprayen. Zack. Das ist jetzt die Trennlinie, wo das Viehzeug nicht mehr drüber soll. Aber bevor es hier runterfällt, machen wir auf jede Stufe eins. So, einmal hier, einmal dort und einmal der obersten. Und wenn ich denke, dass das Viehzeug auch hier runterkommt, machen wir hier auch mal etwas hin. Und ihr seht, ich spray das schön dick damit ein. Und auf der rechten Seite auch noch. Und hier seht ihr auch, ne, dass es ein hoher Anteil von Spülmittel drin ist. Und dieser hohe Anteil an Spülmittel macht dann, dass unsere Freunde und Freundinnen die Spinnen und anderes Getier nicht mehr hier durch wollen. So einfach geht das. Es kommt natürlich darauf an, wenn es jetzt gerade regnet und das Zeug wird weggeschwemmt, dann kommen natürlich trotzdem noch Viecher rein. Wenn, wie in meinem Fall, bei starkem Regen hier Viehzeug drüber geschwemmt wird, dann kommt das natürlich auch noch rein. Aber es ist jetzt kein Allheilmittel. Aber es hält die Viecher, die ihr nicht im Häusli haben wollt, effizient, kostengünstig und wirklich recht biologisch abbaubar ab. Nicht schlecht, der Specht. So, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun, zun. Das geht natürlich auch überall anders, auch an Fenstern.